Jesus ist ein Stern, der zentraler als die Sonne für das gesamte Universum ist. Er ist das Zentrum des Kosmos und der Geschichte, denn in ihm verbinden sich der Schöpfer und sein Werk. Das sagte Papst Benedikt XVI. Heute Morgen beim Festerscheinung des Herrn. In Christus verkörpert sich die Liebe Gottes zum grundlegenden und universellen Gesetz der Schöpfung. In diesem Jahr 2009, dem Jahr der Astronomie, analysierte der Papst das Symbol des Sternes, der die Magier, die wahrscheinlich Astronomen waren, zu Jesus führte, mit dem Hinweis darauf, dass das Universum nicht durch eine blinde Kraft bestimmt wird. Es ist der ursprüngliche Wille Gottes, der die Menschen nicht als Sklaven der Elemente geschaffen hat, sondern frei und fähig, die schöpferische Freiheit Gottes zu erkennen. Und in Christus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dürfen wir nie die Hoffnung verlieren, auch nicht angesichts der großen sozialen und wirtschaftlichen Krise, auch nicht angesichts des Hasses und der zerstörerischen Gewalt, die weiter viele Teile der Welt in Blut tauchen.